Hallo und herzlich willkommen zum Technikratgeber mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe Ihnen heute etwas mitgebracht, und zwar von Summicon, eine Endoskopkamera mit einem Schwanenhals. Und schauen Sie sich das mal an, so sieht die aus. Das ist ein Handgerät, da sind im Griff handelsübliche Batterien drin und ein Display. Und hier oben ist der Anschluss für die Schwanenhalskamera. Und die wird dann gleich mitgeliefert. Die wird einfach hier angeschlossen, hier drauf gesteckt, verriegelt und das war's. Und jetzt habe ich hier insgesamt einen 88 cm langen Schwanenhals. Da vorn dran kann man die kleine Kamera erkennen. Und wenn ich jetzt das Display einschalte, dazu muss ich mal umdrehen, damit auch Sie was sehen können. Und zwar damit wird dieses Display hier hell. Jetzt sehen Sie also hier diese kleine Kamera, das Bild davon, und jetzt kann ich das Bild des Displays auch noch in der Helligkeit verändern, je nachdem, wo Sie Aufnahmen machen. Und die Kamera selbst hat auch noch Leuchtdioden. Schauen Sie, die kann ich hier einschalten, und mit unterschiedlichen Helligkeiten komme ich selbst in der dunkelsten Ecke, selbst bei Schmutzwasser, komme ich damit zurecht. So, jetzt passiert es natürlich oft, dass man das Bild irgendwo verkehrt rum hat, wenn man in so einer Ecke ist und nicht erkennt, was ist denn das eigentlich, was auf dem Kopf steht. Habe ich hier eine Taste, damit kann ich das Bild, das Display hier einfach verändern. Da drehe ich es jeweils um 90 Grad, also ganz pfiffig gemacht von diesen Leuten. Und damit kann ich natürlich überall da, wo ich mit meinen Fingern nicht rankomme oder was zu weit weg ist oder zu klein ist, in jede Ecke und jede Ritze gucken. Mitgeliefert werden noch Werkzeuge. Einmal habe ich hier einen kleinen Magneten. Der wird dann hier vorn auf den Kamerakopf draufgesteckt. So. Und dann kann ich hier mit dem Magneten irgendwelche Sachen aufheben, die mir runtergefallen sind. Genauso irgendein Haken. Man kann ja manchmal irgendwelche Sachen mit dem Haken besser heben, wenn es nicht aus Metall ist. Oder ein Spiegel. Damit kann ich dann sogar um die Ecke gucken. Also alles dabei, was notwendig ist, inklusive eines Tragekoffers. Und das ist das, was eigentlich für ein Heimwerker sein muss. Ich habe solche Sachen seit vielen Jahren, und die helfen mir eigentlich immer und immer und immer wieder. Und tschüss.